Kennt ihr das? Ihr seht im Fernsehen ein paar alte Ausschnitte von Big Brother oder auch aus dem Dschungelcamp und fragt euch, was aus einigen Kandidaten, die damals auch fast täglich in den Medien zu sehen gewesen sind, eigentlich inzwischen geworden ist. Zumindest geht es mir ziemlich häufig so. Und für alle anderen, bei denen es ähnlich ist, habe ich hier nun 5 ehemalige Reality-Stars und was aus ihnen geworden ist. Beginnen wir doch am besten mit Christian Müllmann. Der ehemalige Polizist nahm im Jahr 2000 an der zweiten Staffel von Big Brother teil. Dort inszenierte Christian sich selber als der Nominator und sorgte so vor allem in den Nominierungsrunden für einige kultige Augenblicke des Erfolgsformats. Wir sollten nicht lange rumschwallen, denn wir alle wissen doch wohl, wen der Nominator im Visier hat. Diese hinterfotzige, verlogene, kleine Schlammspritze Steffi muss hier echt raus. So beliebt er damals auch beim Fernsehpublikum war, so unbeliebt war er bei seinen Mitstreitern, weshalb Christian auch nach nur einem Monat freiwillig die Segel strich und die Sendung verließ. Im Nachgang der Staffel produzierte Christian sein eigenes Musikalbum und konnte mit der Hitsingle Es ist geil, ein Arschloch zu sein sogar Platz 1 der deutschen Singlecharts belegen. Den Rest des Jahrzehnts über trat Christian immer wieder als Gast oder auch Co-Moderator anderer Big Brother Staffeln in Erscheinung, ehe es allmählich still um den einzigen Reality-Star wurde. Nachdem sein letzter öffentlicher Auftritt nur 62 Zuschauer gezählt hatte und er laut eigener Aussage vom Sender RTL 2 nicht zum Casting der damals noch völlig neuen Daily Soap Köln 50667 zugelassen wurde, zog sich Christian freiwillig aus dem Medienbusiness zurück. Heute kommentiert Christian auf seinem öffentlich einsichtigen Facebook-Profil in unregelmäßigen Abständen das Geschehen im deutschen Reality-TV. Dabei offenbart er immer wieder, dass er nach all den Jahren nichts an seinem Zynismus eingebüßt hat. Soll ich ins Mikrofon kotzen oder was? Soll ich? Und geht auch mit der Berichterstattung über seine eigene Person teils hart ins Gericht. Dass der Nominator noch einmal ins deutsche Fernsehen zurückkehren wird, erscheint angesichts seiner Meinung über die deutsche Medienbranche eher unwahrscheinlich. Allerdings stirbt die Hoffnung ja bekanntlich immer zuletzt. Machen wir nun weiter mit einer Person, die einst quasi von einem Tag auf den nächsten von den Mattscheiben der deutschen Fernsehgeräte verschwunden ist. Die Rede ist von keinem geringeren als Honey. Der ehemalige Mr. Hessen, der übrigens mit bürgerlichem Namen Alexander Kühn, mit Künstlernamen Alexander Keen und dann nochmal mit Künstlernamen bekanntlich Honey, heißt, erlangte als Freund der damaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin Kim Nitzdo größere Aufmerksamkeit. Dort trat er vor allem als selbstverliebter Sprücheklopfer in Erscheinung und war beim Fernsehpublikum schnell äußerst unbeliebt. Endgültig unten durch war Honey schließlich beim Fernsehpublikum, als er auf das Umstyling seiner Freundin äußerst unsensibel reagierte und sie damit vor laufenden Kameras zum Weinen brachte. Scheiße, Honey? Nach während der damals laufenden Staffel erfolgte die Trennung von seiner Freundin, was Honey jedoch nicht daran hindern sollte, eine eigene Karriere als B-Promi zu starten. So nahm Alex unter anderem an der 2017er Staffel von Ich bin ein Star, holt mich heraus teil und konnte dort den 7. Platz erreichen. In der Folge war er in zahlreichen TV-Shows präsent und brachte sogar eine eigene Single heraus. Zum Ende des Jahres 2017 verschwand Alex dann allerdings spurlos von der Bildfläche. Erst vor kurzem stand der ehemalige Reality-Darsteller wieder in den Schlagzeilen, als die Bild-Zeitung ihn zufällig entdeckte und über sein aktuelles Leben berichtete. So arbeitet das ehemalige professionelle Model inzwischen in einem Frankfurter Fitnessstudio und ist dort laut eigener Aussage mehr oder weniger das Mädchen für alles. Das bedeutet, er ist dort unter anderem für den Empfang der Gäste zuständig oder auch fürs Putzen, fürs Flaschen wegbringen oder auch aufräumen. Wahrscheinlich ist das nicht die Karriere, die Alex sich einst erträumt hatte, aber zumindest ist es ehrliche Arbeit und das zum Glück auch ohne dem deutschen TV-Publikum dabei auf den Sack zu gehen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. In der allerersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar, welche schließlich Alexander Klavs als Sieger hervorbrachte, wurde auch Daniel Lopez einem großen TV-Publikum bekannt. Daniel belegte am Ende der Show den 7. Platz und konnte mit seiner ersten Single Shine On den 14. Platz in den deutschen Singlecharts erreichen. Zudem belegte er zusammen mit den anderen Finalisten und der gemeinsamen Hitsingle We Have a Dream Platz 1 der deutschen Charts. Im Anschluss daran wollte sich jedoch kein wirklich großer Erfolg als Musiker einstellen. Auch ein erneuter Castingshow-Anlauf bei Das Supertalent blieb erfolglos, weswegen man Daniel in der Folge eher im Trash-TV sah. So war der gebürtige Brasilianer zum Beispiel Kandidat bei Promi-Boxen, bei Die Alm oder auch bei der 6. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich heraus. Heute lebt Daniel gemeinsam mit seiner Frau in Brasilien und ist erst vor kurzem zum wiederholten Male Papa geworden. In seinem Heimatland widmet er sich nach wie vor seiner großen Leidenschaft der Musik und nahm auch dort im Jahr 2018 an der brasilianischen Ausgabe von The Voice teil. Doch auch im deutschsprachigen Raum könnte es von Daniel bald wieder etwas auf die Ohren geben. So postete er erst im Februar diesen Jahres ein Foto von sich auf Instagram, in welchem er in einem deutschen Tonstudio steht. Fans des einstigen Beinahe-Superstars dürfen also gespannt sein, was dort auf sie zukommt. Als nächstes kommen wir zu einer Person, die man wahrscheinlich nicht unmittelbar aus dem Trash-TV kennt, aber zumindest aus der Werbung dazwischen. Mia Sophie Wellenbrink, die Tochter von Schauspielerin Susanna Wellenbrink, wurde im Jahr 2005 mit nur 6 Jahren im deutschen TV-Publikum durch Werbespots für den Joghurt Fruit bekannt. Mit ihrem kunterbunten, aufgekratzten Auftreten und vor allem dem Ausruf
avancierte Mia schnell zu einer Kultfigur der deutschen Werbebranche. Noch im selben Jahr brachte Mia den gleichnamigen Song Fruchtalarm auf den Markt, welcher Platz 17 in den Charts erreichen konnte. Nach einigen wenigen Auftritten als Nachwuchsschauspielerin verschwand Mia dann zunehmend aus der Öffentlichkeit. Und lediglich im Jahr 2015 wurde sie mal in halbwegs junger Vergangenheit von Fotografen auf dem roten Teppich der Goldenen Kamera in der Öffentlichkeit abgelichtet. Umso populärer ist derzeit dafür ihr Onkel Nico Wellenbrink, den die meisten Radiohörer wahrscheinlich unter seinem Künstlernamen Nico Santos kennen. Nico war es auch, der im Jahr 2019 für den ersten kurzen Fernsehauftritt seiner Nichte seit vielen, vielen Jahren sorgte. In der Sat1-Show Luke, die 2000er und ich, holte er seine Nichte spontan per FaceTime ins Studio, wo sie Moderator Luke Mockridge und das Studiopublikum freundlich begrüßte und nach Aufforderung auch etwas verlegen ihr berühmtes zum Besten gab und damit im Studio für viel gute Laune sorgte. Jemand, der früher ebenfalls für sehr viel gute Laune sorgte, war L'Oréal London. L'Oréal wurde im Jahr 2004, damals noch als Lorenzo, durch ihre Teilnahme an der zweiten Staffel von Deutschland sucht den Superstar bekannt, bei welcher sie am Ende den 10. Platz belegen konnte. Immer noch als Lorenzo nahm sie kurz darauf an der Reality-Show Die Alm teil und drehte zahlreiche Berichte für den Sender Sat1. 2009 hatte sie dann schließlich, mittlerweile als transident geoutet und unter dem Künstlernamen L'Oréal London auftretend, ihren großen Durchbruch, als sie an der RTL-Show Ich bin ein Star, holt mich heraus teilnahmen und dort den 2. Platz erreichen konnte. Von diesem Zeitpunkt an war L'Oréal in Deutschland bekannt wie ein bunter Hund. L'Oréal absolvierte in der Folge zahlreiche Auftritte in TV-Shows und Reportagereien und sammelte vor allem mit ihrem schrillen und stets gut gelaunten Auftreten viele Sympathien beim deutschen TV-Publikum. Nach ihrem letzten Fernsehauftritt im Jahr 2014 hat sich L'Oréal weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nachdem sie offenbar zunächst zu ihrem Lebensgefährten Simon nach England gezogen ist, lebt sie aktuell mutmaßlich wieder in Deutschland. Für 2017 versorgte sie ihre treuesten Fans auf Facebook und auf Instagram mit mal lustigen und mal eher nachdenklichen Postings. Anschließend wurde es lange komplett still um sie. Erst im Jahr 2019 meldete sich L'Oréal mit einem aktuellen Schnappschuss von sich auf Instagram und auf Facebook wieder und ist seitdem in unregelmäßigen Abständen wieder auf ihrer Facebook-Seite präsent. Wer sich also einem längst vergessenen Ex-B-Promi wieder ein klein wenig näher fühlen möchte, der braucht bloß auf ihre Facebook-Seite zu gehen und dort auf Gefällt mir zu drücken. Das war's von mir dann also mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ich habe euch ein paar interessante Einblicke geben können und dass vielleicht auch einige Fragen von euch dadurch beantwortet sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir auch auf Facebook und auf Instagram folgen würdet. Die Links dazu findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Von meiner Seite war's das für heute. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video wieder dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao.